Ralph Waldo Emerson, ein sehr schöner englischer Philosoph, ein Enger, einer englischen Sprache beilender Philosoph. Hier die deutsche Kraft. Seht euch vor, wenn der große Gott, seht euch vor, wenn der große Gott einen Denker auf diesen Planeten schickt, dann sind alle Dinge in Gefahr. Es ist, wie wenn ein Feuerbrunst in einer großen Stadt ausgebrochen ist und kein Mensch weiß, was sicher ist und wo sie stillstehen wird. Es ist kein Satz der Wissenschaft, der nicht morgen angegriffen werden könnte. Da ist keine literarische Berühmtheit, kein Name von sogenannten unsterblichen Ruhm, der nicht geprüft und verworfen werden könnte. Sogar die Hoffnung des Menschen, die Gedanken seines Herzens, die Religionen, die Völker, die Lebensart und die Sitten der Menschheit sind alle unter der Gewalt eines neuen, umfassenden Gedankens. Ein solcher ist immer ein neues Einströmen der Gottheit in den Menschengeist. Darum das Erdbeben, das es begleitet. Geil, ne? Ralph Waldo Emerson. Die Sonne segnet die Welt. Sehr schönes Buch. Literarischer Tipp. Ein bisschen noch verdeutscht, jedoch sehr klar. In dem grammatikalischen Kostüm, in dem da Information drin Macht ist. Du, das ging ja rein,